Hallöchen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, und herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Legacy of Kain Soul Reaver. Ja, es geht weiter und kein Left erstmal automatisch, wenn man Stick mal wieder ein bisschen rumnudelt, aber das ist okay. Ja, vielleicht seht ihr schon, ich habe mal ein bisschen an den Helligkeitseinstellungen herumgespielt und ja, ihr dürftet jetzt zumindest ein bisschen mehr sehen. Das Spiel ist einfach per Default dunkel plus. Die Kontraste sind einfach bei der Capture Card halt nicht ganz so gut wie, naja, ne, wie es halt in echt wäre. Aber ich finde, ich habe dem Ganzen eigentlich schon ganz gut nachgeholfen. Ich habe jetzt nämlich, pass auf, ich habe Big Brain gehabt. Ich habe so einen Big Brain Moment gehabt und habe das ausgenutzt. Ich habe nämlich einfach mal, erinnert euch ja noch an Liberty City Stories. Das habe ich ja Let's Played und da habe ich ja die Emulator, also das habe ich auch im Emulator gespielt, weil ich mit dem regulären Game halt nicht klar kam, weil ich Save States brauchte. So, egal, reden wir nicht drüber. Plus halt Uncut und so, ne? Und ich habe Liberty City Stories ja aber auch in einer normalen Version hier. Und, also die reguläre PS2-Version. Und ich habe dann einfach den Emulator gestartet. Plus das Spiel halt über die PlayStation, über die Capture Card. Und habe dann quasi auf einem Bildschirm das Emulator-Bild, auf dem anderen Bildschirm das Capture Card-Bild gehabt. Und habe dann einfach bei OBS halt die Helligkeit so angepasst, dass es dem Emulator-Bild in etwa nahe kommt. Und ich finde, das ist eigentlich, das hat eigentlich halbwegs gut funktioniert. Ja, genau. So viel dazu, guck mal hier, allein dieses komische braune Gematsch hier, das sehe ich gar nicht. Denn, das sollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen, ne? Ich selber sehe das Bild immer noch so dunkel wie vorher. Aber in OBS ist es halt heller und im Zweifel kann ich halt auf OBS-Bild rüber gucken, wenn ich irgendwie mal Hilfe brauche. Oder so. Ja. Gut. Genug gelabert. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Das letzte Mal haben wir ja diesen einen Tempel dort verlassen und haben jetzt hier diese Fähigkeit, an den Schmieden unser Schwert, elementar aufzuladen. Ich denke mal, das wird dann einfach immer mal wieder benötigt, um irgendwie Türen zu öffnen oder so. So wie das eine Mal. Oder Rätsel zu lösen, keine Ahnung. Oder vielleicht auch bestimmte Gegner zu besiegen. Aua, ich wollte gerade mein Soul River pflücken. Pflücken. Zücken, würde ich sagen, nicht pflücken. Genau. Und, ja, genau. Wir wollen jetzt zurück. Im Grunde genommen wollen wir jetzt wirklich zurück an den Anfang des Spiels. Beziehungsweise halt wieder zurück in das Wasser. Da unten bei der Seraphan-Festung. Weil kein Raziel meinte, da können wir jetzt ja vielleicht weiter. Ich wüsste nicht genau wo, aber er hat das gesagt und ich vertraue Raziel. Raziel ist nämlich klüger als ich. Eieiei. So, wo genau der jetzt tatsächlich lang geht zum Anfang, weiß ich selber nicht so 10 von 10. Oh Gott. Jetzt hat die Kamera so einen harten Flip gemacht, dass keine Ahnung hat, wer wo ich bin. Jo. Mein Fress, man langsam in der Grütze hier. Ja. Jetzt so eine Karte wäre nett, ne? Kam ich gerade von da? Ich hab komplett den Überblick verloren. Ja, glaub schon, ne? Meine Güte, was ist denn gerade los, Alter? Die Kamera dreht einfach 10 von 10 durch, wenn ich irgendwo langlaufe. Ja. Ich bin im Grunde genommen, glaube ich, den Dingern weiter gefolgt, ne? Den lustigen Lämpchen hier. Lämpchen. Also nicht Lamm, sondern. Ihr wisst schon. Meine Fresse, ist das anstrengend, in diesem scheiß Sumpf zu laufen. Ich bin richtig, ich bin bei denen dabei. Ja, okay, da war gerade der Speicherpunkt. Ich kam auf jeden Fall ursprünglich von hier. Ursprünglich. Das weiß ich noch. Ah, ich glaube, das war zum Hochklettern. Sehe ich das richtig? Da hinten? Sehe ich das richtig? Bin mir nicht sicher. Da links. Ist das eine Wand zum Hochklettern? Alter, es ist so ekelhaft hier. Ah, Mann, ey, ich sehe einfach wieder gar nichts. Nee, ich glaube nicht, weil ich sehe nichts. Auf einmal mehr. Auf einmal Licht weg. Ja, wahrscheinlich kamen wir von da runter, ne? Ich hoffe, du kommst hier nicht hoch. Wo geht nochmal Ego-Sicht? Da. Ich nenne es mal Ego-Sicht, aber es ist gar keine Ego-Sicht. Das ist wirklich hart. Wo kam ich denn her? Huh. Warte mal, oder jetzt einfach von da, weil. Ach so, ja klar, von da, ne? Da einfach lang, denke ich. Oder gehe ich jetzt gerade wieder zurück? Nein, ich glaube nicht. Mein Verständnis für Logik sagt mir nein. Tue ich auch nicht.
Sehr schön. Ah ja, hier war die Stelle, wo wir auf jeden Fall eine kurze Cutscene hatten und hier eine Folge beendet haben, oder? Ist es die Stelle? Ah, ich hab keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Checkpoint, das ist schön. Checkpoints mag ich. Checkpoints gefallen mir. Aua. Was ist das hier? Bin ich geschwommen? Oh, Jesus Christ, Alter. Ha, na gut, ich geh mal runter. Wird schon gut gehen. Irgendwo lande ich schon, würde ich sagen, ne? Ist das diese Höhle? Warte mal, aber die unsere komische der Wasserhöhle? Die hab ich doch erst viel später erforscht, oder? Alter, ist das Spiel kompliziert aufgebaut. Leckt mich fett. Alter, ich habe so fett keinen Plan, wo ich hin muss, ne? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Und es ist so motherfucking dunkel. Ja, ich hab null Plan, wo ich bin. Also ich habe mehrfach die Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und jetzt auch im Wasser selbst habe ich wieder den Überblick verloren. Wo kam ich gerade raus? Von hier? Wahrscheinlich. Ne, ich glaube nicht. Ah ja, jetzt bin ich wieder im... Ah ja, doch, doch, doch. Jetzt bin ich ja wieder hier im... Raum, wo der Gott kam, ne? Der komische Eldergott, oder wie der hieß. Hab ich recht? Ja. Oder? Hab ich recht? Ich hab so fett keine Ahnung, Hilfe. OBS hat übrigens ein Update gehabt. Das sieht jetzt ultra hässlich aus. Keine Ahnung, was sie sich dabei geritten haben. Die haben jetzt alle Symbole irgendwie 10-mal so fett gemacht wie vorher. Kann ich bitte aus diesem Wasser raus? Falsch das. Ui. Und sehe ich das Bild auch einfach viel schlechter. Also, das Vorschaubild in OBS ist einfach noch viel kleiner, was fuckt ein bisschen ab, aber naja. Was soll's. Keine Ahnung, ob ich richtig bin, ne? Gar keine Ahnung. Ah, doch, ich weiß, wo ich bin. Glaube ich. So ein bisschen zumindest. Alter, es ist so dunkel. Also, ich, das war ja schon immer dunkel, aber war das so dunkel, als ich letztes Mal hier lang gelaufen bin? Lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte einfach nur hier irgendwo lang. Wo ich halt kann. Ich hab... What the fuck? Wie soll man sich denn hier zurechtfinden, Alter? Das ist ja ungeheuerlich. Ich hoffe, ich muss hier nie wieder hin, aber das muss ich, weil es gab auf jeden Fall irgendeinen Bereich, wo jetzt mal gedacht wurde... kann ich nur nichts machen. So, jetzt sind wir im Raum vom Elder God hier. Eieieiei. Aber ich finde das Bild sieht echt viel besser aus jetzt, also so helligkeitmäßig auch. Ich habe ein bisschen am Kontrast geregelt. Also man erkennt, also ich erkenne auf dem Fortschritt schon deutlich mehr als vorher. Kind ist hier. Und hat mehr entdeckt, als dir lieb sein kann, fürchte ich. Was soll ich halten von diesen Ruinen, die das Land verschandeln? Was ist mit den Bildern in dieser Kammer? Sie sind lediglich die Täuschungen einer gescheiterten Zivilisation. Dein Pfad ist falsch, Asiel. Diese alte Rasse hofft anhand dieser Hieroglyphen, die Zukunft manipulieren zu können. Bedenke deine Schritte. In dieser Welt sind dunkle Mächte fest entschlossen, dein wahres Schicksal zu verändern. Daran zweifle ich nicht. Die Frage ist nur, sprechen sie in diesem Moment zu mir? Deine Arroganz wird nochmal dein Untergang sein, Raziel. Beuge dich meinem Willen, oder dein Schicksal ist je beendet. Deine Wut lässt mich kalt. Ich bin jenseits deiner Macht. Meine Macht reicht weiter, als du glaubst. Du spielst ein sehr gefährliches Spiel, Raziel. Aha. Jetzt habe ich natürlich dank der Katze den kompletten Überblick verloren, wo ich eigentlich ursprünglich herkam. Da kann ich auf jeden Fall erstmal speichern. Diese Situation werde ich ausnutzen, oder diese Gelegenheit. Diese Situation. Einfach überschreiben. Passt schon.
Halt mich speichern vielleicht hoch? Ich zweifle daran. Aber Alter, finde, ey, das ist schon hart hier, die Wegfindung. Weil das Spiel so fucking dunkel ist. Aber gut, es ist ein düsteres Spiel, nicht wahr? Düstere Spiele sind dunkel. Ich kann natürlich jetzt am Helligkeitsregler nochmal komplett ausrasten, ja, aber... wird auch nichts bringen, weil die Kontraste dann immer noch sind. Wie gesagt, das, was vorher halt... das, was jetzt schwarz ist da, wäre dann halt einfach nur hellgrau. Den Übergang von Wand zu Treppe würde ich dann immer noch nicht sehen. Ne voir. Aber wenn da halt ein leichter Unterschied ist, kann man mit Kontrastregelung halt ein bisschen was gegen tun. Ich habe da ja auch nicht viel Ahnung von, ne? Ich habe einfach nur Emulator-Bild als Vorschaubild genommen, weil ich mir dachte, das wird schon irgendwie original genug sein. Und das ist es ja auch. Huch, was war das denn? Das komische Henke. Raziel! Bitte kletter da rüber. Dankeschön. Kannst du da bitte meine Fresse? Dude! Ach, da. Da lang. Was ist denn das? Irgendein grüner Schimmer da verfolgt mich gerade. Okay. Moment. So. Bitte öffnen Sie die Tür. Funny Sounds. Ah, guck mal. Ah, Helligkeit. Ich sehe was. Oh mein Gott, ist das schön. So. Zack. Ah, jetzt sind wir hier, wo ich vorhin meinte. Hier hatten wir eine Cutscene. Okay, jetzt ist die Frage. Erstmal wird es wieder dunkel. Wo jetzt sind? Einfach den Weg folgen, dann müssten wir eigentlich wieder im Wasser landen. Im Wasser landen, also ja. Ihr wisst, was ich damit meine. Denke ich. War letztes Mal auch so dunkel? Das Spiel nochmal dunkler geworden seit dem letzten Mal. Würde mich nicht wundern, weil, keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir wieder oben an den Säulen. Praktisch. Kein mal wieder hier, damit mir reden will? Wie wär's? Nö. Einfach gar nichts an den Säulen. Ich bin enttäuscht. Ich finde es schön, dass die Säulen auch immer noch so aussehen wie in Blood Omen. Ansonsten ist ja die Welt gefühlt immer irgendwie anders aufgebaut, glaube ich. Wie weit gehen die Säulen eigentlich? Kann man das sehen? Ich glaube, die sind eigentlich nicht, dass die unendlich sind, oder? Na, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Ja, hier haben wir auf jeden Fall die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Säulen sind es, okay? Ja, mit den einzelnen Logos auch der Wächter drauf, was jetzt wem gehört, ich habe gar keine Ahnung. Und welche, wessen sowas ist, aber es ist okay. In Soul River 1, war man in Soul River 1 auch mal bei den Säulen? Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, da sah das dann auch wieder anders aus, ne, so die ganze Umgebung. Also in der Hinsicht nimmt sich das Spiel nicht so, bleibt das Spiel dann nicht so kontinuierlich. Aber naja, das kann ich verzeihen. Ich finde es halt immer cool, wenn Spiele das machen. Wenn Spiele dann so, vor allem dann, wenn es dann irgendwie so ein Spiel ist, was dann so 20 Jahre später erscheint oder so. Habe ich ja immer wieder, ne? Red Dead Redemption nehme ich ja immer wieder als Beispiel. Wo es einfach die Open World von Teil 1 halt nochmal gibt. Das ist halt wirklich genauso aufgebaut. Klar, im Detail wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich, aber die grundlegende Architektur ist halt gleich und das ist ja halt geil. So, weg mit dir. Jetzt hätte ich gern ein paar Seelen. Am besten gleich zwei Stück. Alter, geben die wenig. Was ist das denn? Dann muss ich mich erstmal bewaffnen hier. Für die Zukunft. Aua! Scheiß Viech. Die geben ja gar nichts mehr, was ist das denn? Bam! Naja. Hey, dicke Wumme. Also Schwert. Tipp. Wie das Spiel gerade einfach dunkler geworden ist. Frech. So, hier sind wir wieder so ein Ding. Ja, ich bin aber noch aufgeladen. Wahrscheinlich kann ich es jetzt deswegen nicht nochmal bedienen. Daran muss ich jetzt glauben, dass es so ist. Hey,
nicht mich abballern hier. Dass sie jetzt auch Schusswaffen haben, ist schon frech. Geköpft. Warum geben die jetzt auf einmal nur noch so wenig? Ist der Welpenschutz jetzt vorbei? Kriege jetzt wieder Fett aufs Maul? Oh nein. Ich will nicht Fett aufs Maul kriegen. Ich bin auch nicht bereit für. Kopf ab. Der darauf irgendwie komisch rumklippt. Beziehungsweise keine Texturen von innen hat und deswegen komisch aussieht. Zack. Wenn man da so reinguckt, guckt, da ist einfach, da fehlen dann einfach Texturen. Naja. Ja, guck mal, jetzt geben die wieder ein bisschen was. Das ist doch super. Ja, wo genau bin ich jetzt? Keine Ahnung, ich laufe einfach mal hier lang. Ich habe hier keinen die Erkenntnis, dass irgendwie Vampire doch vielleicht gar nicht so schlimm sind. Moment, bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ja, bin ich. Jetzt kann ich mich hier wieder aufladen. Geht denn das? Wahrscheinlich, wenn ich das Schwert in der Hand habe, geht das nicht, ne? Das Thema hatten wir schon mal. Ah, guck mal, hier geht's noch lang. Als ob ich mir halt genau gemerkt habe, wo jetzt der Weg war. Wer wäre ich denn? Ah, ja. So, Kopf ab. Was soll ich noch sagen? Kopf ab. Und ich hoffe, wir sind jetzt gleich endlich mal bei diesem verkackten Wasser. Der Fake-Button fängt auch wieder so ein bisschen an zu kleben, ab und zu ja mal. Ein bisschen stressig. Na komm her. Autsch. So. Eine leckere Doppelseele. Das gefällt mir. Das ist echt ein ganz schön weiter Weg tatsächlich. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass es so lang war. Na gut, wir waren noch ein paar Folgen unterwegs, ne? Wie so im Kopf, ah ja, ist ja quasi Make-up, wo ich jetzt wieder hin muss. Aber nö. Nicht so wirklich. Schon ein bisschen nervig, dass ich jetzt so weit wieder zurückgehen muss, aber gut. Akzeptiere ich mal so. Ja, wie geht's euch so? Was sagt ihr zum Bild? Findet ihr es besser? Oder findet ihr es schon zu hell? Sieht irgendwas komisch aus? Ich finde das eigentlich ganz gut. Huch, was war das denn? Hey, falscher Angriff, das will ich ja nicht. Aua! Ich bin müde. Komm, dann ist das halt leider sehr wenig Schlaf. Oder was ist sehr wenig Schlaf? Das stimmt eigentlich gar nicht. Normale 7 Stunden ungefähr. Aber am Wochenende schlafe ich eigentlich mal aus. Aber letztes Wochenende jetzt hatte ich einfach gar keine Zeit dafür. Deswegen bin ich ein bisschen übermüdet aktuell. Untermüdet, übermüdet. Wie auch immer. Ich bin müde, so. Kannst du bitte endlich sterben? Meine Fresse. War das gerade anstrengend. So, da ist ja doch die Festung. Wo ich mal hin wollte. Wie er gesprungen ist, habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. War wild. So, dann war ja hier irgendwo auch ein... Ich bin eigentlich geglitten. Geglitten. Gegleitet. Aber gut, spiel dann halt nicht. Genau, den werde ich jetzt auch nochmal eben kurz wahrnehmen. Wenn schon, denn schon. Ich finde es übrigens sehr nett, ne? Habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ich glaube, ihr habt es mittlerweile auch schon verstanden. Ich werde auch wirklich an diesen Checkpoints halt wieder rausgelassen, wenn ich das Spiel starte, ne? Nicht wie in Soul River 1, wo ich dann trotzdem wieder am Anfang das Spiel starte und mich da dahin porten muss. Nee, 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 so ist halt nicht mehr. Das ist sehr, sehr schön. So, ich trinke mal einen kurzen Schluck. Ich merke gerade, diese Folge ist sowieso gleich vorbei.
auch nochmal diese Animation da. Gibt eigentlich ein bisschen unnötig, aber gut. Tipp, tipp, tipp. So, irgendwo kann ich jetzt weiter. Wahrscheinlich mit der Fähigkeit hier. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich erstmal hier mein Ding loswerden. Irgendwie, das sieht schon verdächtig aus, aber keine Ahnung. Hä, ist ein Knopf da? Hat gerade so blub gemacht, ja, das gehört. Ja, aber wo jetzt hier unter Wasser was sein könnte? Keine Ahnung. Gott, wenn man auch noch rein kann. Irgendwo hier soll halt jetzt eine Möglichkeit bestehen, weiterzugehen. Das sagte zumindest Raziel mir. Und wieder, ich vertraue Raziel. Spätestens nach Soul River 1. Was heißt spätestens? Oh, hier unter. Oder bin ich da schon mal durch? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ah, jetzt bin ich, glaube ich, wieder eigentlich... Naja, ah, wahrscheinlich da, ne? Ja, ja, guck mal, da ist auch das Symbol, okay. Ich glaube, hier kam ich halt ursprünglich mal... Ja, genau, da ist der, das, die Veranda da, okay. Okay, cool, dann können wir noch die Tür öffnen. Dann haben wir auch ein bisschen Fortschritt in der Folge, aber mehr als nur Rückweg. Das kurze Gespräch mit dem Gord. Das gehört halt dazu, ne? So. Heppa! Ja, herrlich! Ich finde es eigentlich ganz cool, dass das Spiel auch wirklich so ein bisschen auch Eigenhirnschmalz ja, voraussetzt, dass man halt nicht jetzt Wegpunkt hat, ganz genau, so ein bisschen. Aber dass das Spiel halt auch schon sagt, wo man so einfach hin muss, aber halt nicht ganz genau, ne? Finde ich ganz gut. Guti, dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann, ne? Den habe ich euch da gelassen. Ciao!